Preseason-Eröffnung heute. SC Riswedel gegen Itzehoe. Hamid, Cheftrainer. Erst einmal ein kurzes Feedback vielleicht zur letzten Saison. Wie zufrieden warst du mit der letzten Saison? Ja, überaus zufrieden. Die jungen Spieler haben sich entwickelt. Wir haben sehr viele Spieler gewonnen. Waren in der zweiten Runde der Playoffs. Ja, unfassbar viele Spieler haben auch bei der Bundesliga mit trainiert. Die Halle war voll. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich glaube auch. Das war so junge, freche Mannschaft. Ich war echt ein bisschen überrascht. Ja. Im Moment sind aber auch viele Spieler weggegangen. So ein Drittel weggegangen, finde ich, von wichtigen Spielern. Aber ihr habt viele junge Leute dazu bekommen. Was kannst du zu den neuen Spielern sagen? Ja, es wird immer so sein, dass in jungen Mannschaften eine gewisse Fluktuation da ist, weil die sich ja weiterempfehlen wollen oder halt fürs Studium woanders hinziehen. Das ist ganz normal, aber die nächsten Jungen rücken ja nach. Und ja, ich glaube, wir haben eine super Mischung an jungen Spielern dazu bekommen und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere für die Überraschung gut sein wird. Ja, ich glaube, so war es im letzten Jahr auch, dass wir so junge Spieler dabei hatten, die für eine Überraschung gut gewesen sind. Und ich muss auch sagen, also ich glaube, ich werde immer älter, die Spieler werden immer jünger und jünger. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg in der Saison, einen ganz tollen Start und schönes Spiel heute gegen Itzehoe. Werdet ihr da irgendwas ausprobieren oder nehmt ihr das einfach bluternst und sagt, wir wollen hier bis zur letzten Sekunde fighten? Nein, wir müssen hier alles ernst nehmen. Wir sind eine junge Mannschaft, wir können hier nicht taktieren. Wir müssen Vollgas geben und wenn wir heute auf die Mütze bekommen, dann müssen wir daraus lernen. Und wenn wir gut spielen, müssen wir uns auch weiter verbessern. Also Halbgas gibt es bei der Mannschaft nicht. Okay. Alles klar, vielen Dank und viel Spaß in der Saison. Ja, danke dir. Liebe Mister, liebe Gäste, liebes Team, liebe Gäste aus Itzehoe, liebe Wedel Satellites, liebe Jana Rooster, vor allem liebe Familie von Hüsling Ina. Ich möchte euch allen im Namen des Esteris begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr alle heute mit uns unsere Pro-B-Saison eröffnen möchtet und einem ganz besonderen Menschen gedenken wollt. Denn leider starten wir unsere Saison mit einem Abschied. Am 7. August ist unerwartet Hüsling Inan gestorben. Eine sehr traurige Nachricht, ein Schock und immer noch nicht zu begreifen. In Wedel für die Begriffe Gemeinschaft, Friede, Freundschaft und Respekt, aber auch für Freude und Liebe. Diese Werte hat er gelebt und sie in Wedel verbreitet. Ich habe Hüsling oft auf der Straße getroffen. Er wohnte nicht weit weg. Da war er oft gut gelaunt auf dem Weg zu einer Aktion oder einem Projekt in Wedel, bei denen er Menschen zusammenbrachte und aus allem etwas Positives gewinnen wollte, mit Erfolg. So auch hier bei uns. Vor fast 10 Jahren hat Hüsling die Jana Roosters gegründet und mit Menschen unterschiedlichster Herkunft die Begeisterung für Basketball und den Esteris verband, einen unvergleichlichen Fanclub geschaffen, den ihr alle kennt, der heute hier ist, um Hüsling die letzte Ehre zu erweisen und ihm noch einmal zu zeigen, was er hier geschaffen hat, was für eine Energie entstehen kann, wenn man gemeinsam für etwas steht. Als Hüsling am Ende der letzten Saison sagte, dass es für ihn Zeit sei, aufzuhören, da hatte er Sorge, dass die Gruppe der Jana Roosters zerfallen würde. Wir wollten uns noch treffen, um über den Nachwuchs nachzudenken. Aber ich bin mir sicher, die Jana Roosters werden Nachwuchs finden und in seinem Sinne fortführen. Lass uns nun Hüsling mit einem Moment der Stille gedenken und ihn danach noch einmal mit dem glücklich machen, was er immer geliebt hat. Das Trommeln, die Energie für das Team, ein Basketballspiel, eine laute Halle. Ich bitte einmal zu schweigen. Dankeschön.